nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Einfach um zu sehen, wann wir was benutzen können. Also obere ist schon sortiert, das weiß ich. 41, 45. Dann haben wir 48, 50, 52, 61, das ist 55, 12. Und, das 34, 25, 30. Okay, wir sortieren das jetzt kurz durch. Ist das 68, 50, 48, 61, 49, 50, 52, 55, 61, 60. Ja, das ist ein Burger, ihr seht richtig. 21. Das ist da. So, also das erste können wir damit 12 benutzen. Die ersten zwei Sachen mit 12. Nehmen wir die schon mit? Nehmen wir mal mit. Bei welcher Stufe sind wir? 7. Ja, doch, wir nehmen es mit. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir vom gefallenen Stern berichten? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Braucht man nicht. Ach, das ist ein Dolch, okay. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Eine traurige Geschichte. Doch ich suche den gefallenen Stern und er ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, okay. Du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Ja. Das erste Zeichen vom Ende ist das am Himmel. Ich hab einfach. Du musst mir aber versprechen, dass egal was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Einiges anscheinend. Hier ist übrigens die Verzauberin, wo man transmogrifizieren kann. Da werde ich euch aber nicht spoilern, wie wir später aussehen. Die Diablo schon gespielt haben, werden das wissen. Die anderen, denen lasse ich das mal frei. Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Okay. Ich erzähle es niemandem, aber ich habe ein paar neue Waren, die du unbedingt
Niemand hier schätzt die Arbeit, die ich mir mache, um überhaupt an diese feinen Waren zu kommen. Dabei ist es nicht einfach, kann ich dir sagen. Nicht einfach. Küppenhaus. Ja. Miau, 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 miau. Ja, wir sollen jetzt helfen, beide Frauen vorzutreten. Finde ich okay. Meine Freunde, es tut mir leid. Es muss getan werden. Wir sind da ein bisschen... Naja. Nicht so mitfühlend, wie man vielleicht sein sollte. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Oh. Ja, Hedricks Frau ist ein bisschen kräftiger, würde ich sagen. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Hedrick, ich brauche eure Hilfe. Ich muss Leoriks Krone finden. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Gerne tun. Cool. Die können einen Clan beitreten. Spielmannsfluch. Willkommen bei Spielmannsfluch. Wir sind ein aktiver Clanmensch mit Solo und Teamplay. Unser Motto lautet Fairplay. Da eine gewisse Erfahrung vor der Spielerfahrung. Oh, 250 ist schon ziemlich hoch. Paradise Overdose, dunkler Blutmond. Oh, kannst du aber mal versuchen, oder? So. Geht's hier mal weiter. Findet den Friedhof der verlassenen Hain des Wehklagens. Da haben wir einen Gegner, den ich erstmal töten möchte. Dies wird ein guter Kampf. So, klatsch, 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 klatsch. Ich die Heilungskugel einsammeln. Die Machtkugel einsammeln. Nicht genug Wut. Und was hat er gedroppt? Lederhose. Die wir nicht brauchen. Dies muss der Lehrling des Schmieds sein. Hedrick sollte von seinem Schicksal erfahren. Also ist der Lehrling tot. Ich gar nicht. Habt ihr bestimmt vorher schon mal gefunden, aber da habe ich bestimmt nicht zugehört. Also er ist tot, der Lehrling. Schade um ihn. Ein paar Monster sammeln. Ihr habt gegen mich keine Chance. Nee, haben sie gerade tatsächlich nicht. Also irgendwie mache ich die ratzfatz down hier. Obwohl wir schon auch schwer spielen. Aber naja. Hier leveln kriegen wir dann die epischen Gegenstände. Weil die gar nicht mal so gut sind. Die legendären sind das, oder? Legendär. Ja. Mal gucken, ob uns das wirklich einen Vorteil bringt, oder? Mal gucken. Wir können uns auch überlegen, ob wir noch eine Schwierigkeitsstufe höher gehen. Ob sich das lohnt. Steht uns ja alles offen. Anscheinend haben wir den Friedhof gefunden. Nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, aber es ist zu 100% das Tor, was es hier oben nicht gibt. Jetzt bin ich gerade konfus, Moment. Also eigentlich war da oben immer eins, wenn ich da mal gewesen. Merkwürdig. Ich brauche Wut. Ja, ist okay. Ach, hier haben wir ein neues Wissen bekommen. Sehr schön. Das geht noch nicht. Dass sie verseucht sind, habe ich irgendwie schon ein bisschen gemerkt. Ja, toll, die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Das glaube ich nicht. Na, brauchen wir das? Muss sich in einer anderen Krypta befinden. Okay, falsche Krypta. Heißt, es geht auf in die nächste. Ah, der Monk ist immer hier oben gewesen. Ist ja gerade ein Sarg aus der Hölle hochgefahren? Das sah ziemlich merkwürdig aus. Ja, dann suche ich mal mehr hier die Invite Grip da. Vielleicht ist ja hier was drin. Vielleicht aber auch nicht. Die Vorfahren gewähren mir Stärke. Stufe 9 und wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Ach, ich wollte eh was tun. Genau, wir haben nämlich Runen. Die Runen verbessern die Fähigkeiten. Hier will ich Sprung. Und hier haben wir jetzt Überwältigen bekommen. Also die Runen fügen immer irgendwas zu den Fähigkeiten hinzu. Wenn Gegner durch Spaltensterben explodieren, sie fügen aber einen Gegner im Umkreis von 8 Metern 160% Waffenschaden als Feuerschaden zu. Natürlich ziemlich cool. Wir können jetzt hier reinspringen, das machen, dann machen wir es ja. Und den Restweg, den wir jetzt haben, der fügt einen Blutungs-Debuff hinzu. Also die kriegen dann Schaden over time, also ein Dot. Also Damage over time, Schaden über Zeit. Schaden über Zeit, also Süd zu Deutsch. Süd klingt komisch. Mehr Süd. Schaden über Zeit, über Zeit, Schaden über Zeit. Ja, ich kann schon nachvollziehen, warum manche Dinge mal einfach in Englisch ausspricht und nicht auf Deutsch. Süd. Genau wie mit dem Buff oder Debuff, Stärkungszauber und negativer Zauber. Ne, was heißt Debuff auf Deutsch? Negativer Stärkungszauber, Schwächungszauber? Klingt auf jeden Fall alles merkwürdig, meines Erachtens nach. Weil Süds tatsächlich recht cool ist. Ich glaube, ich werde Süds ab sofort benutzen. Wir können hier nach oben. Coole ist, durch diesen Blut, die müssen wir teilweise nur einmal richtig machen, die Viecher sterben einfach. Was esse ich denn heute? Wir haben noch, Kacke für Gyros fehlt uns Tzatziki. Die Reispfanne wollen wir, glaube ich, heute machen. Haben wir noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, was da alles reinkommt. Ich weiß nur, dass Kabanossi unter anderem reinkommt. Mehr weiß ich da auch schon nicht. Hier, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Hier oben eventuell irgendwas. Nein, alles nach unten. Sonst haben wir noch zu essen. Hamburger wollten wir uns machen, also wirklich frische Hamburger, wie in dem Pete's Meat kocht Video. Also genau so, bloß wir benutzen Salatherzen statt Feldsalat oder Eisbergsalat oder ähnliches. Ich freue mich schon auf den Kampf. Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Wut.
Was für Auflauf? Sonst Bauerntopf von Maggi haben wir noch. Keine Chance.